Weiteren Content rund ums Thema Swiss Ultras findet ihr bei Swiss Ultras Tradition. Wir schreiben den letzten Sonntagnachmittag, als es in Luzern zum Aufeinandertreffen der beiden Zweitmannschaften von Luzern und St. Gallen kam. Rund 50 motivierte St. Galler kamen an das Spiel. Beim Spiel dauerte es nicht lange und da tauchte auch schon ein rund 50 Mann großer Mob der Luzerner auf. Jedoch war die Staatsmacht vorgewarnt. So stand sie während dem Spiel den beiden Seiten im Weg. Dies ließ die Jungs aber nicht davon abhalten, beim Gegenüber mal vorbeizuschauen, da das Spiel nicht im Stadion, sondern an einem normalen Fußballplatz stattfand, kam es während des ganzen Spieles zu Provokationen. So versuchte man an der Staatsmacht vorbeizukommen und sich gegenseitig Hallo zu sagen. So kam es zu einem wahren Katz-und-Maus-Spiel zwischen der Staatsmacht und den beiden Fanlagern. So versuchten die St. Galler, mal auf der einen Seite des Platzes durchzukommen, dann versuchten es die Luzerner. Jedoch konnte die Staatsmacht jedes Mal einschreiten. Somit wurde es den Szenen wohl irgendwann zu blöd und man reiste schon vor Spielende wieder ab. Man konnte sich ja schon am nächsten Tag wieder sehen. Für mehr solchen Content folgt uns für mehr.